Hey Leute, ich bin der Bruga und ihr seht hier Ex Anima. Das Spiel befindet sich zurzeit in der Early Access auf Steam und man kann es, glaube ich, ganz gut als Dungeon Crawler bezeichnen. So wirklich bin ich mir da nicht sicher, weil ich habe es noch nicht gespielt. Ich habe nur kurz einen Charakter erstellt und mal reingesehen, weil die Steuerung ist etwas ungewöhnlich. Da muss man sich ganz kurz reinarbeiten. Ja, auf jeden Fall wurde mir das von mehreren Leuten empfohlen. Ich soll es mir noch gerne mal ansehen. Wann es soweit ist, wann es rauskommt, kann ich nicht sagen. Das Spiel beschreibt sich selbst als anders. Also es ist nicht schwer, stand dort. It's not difficult, it's different. Das heißt, man muss wirklich auf Gegner reagieren. Ja, es gibt Kämpfe übrigens. Das ist ein Charakter, den habe ich mir schon mal kurz erstellt. Ich werde gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Also, man kann einfach nicht random Tasten drücken und durchrennen, dann wird man auf jeden Fall sterben. Wir können noch einen Female Character. Die hat aber Brüste und Brüste dürfen wir nicht zeigen auf YouTube. Ihr wisst das ja. Köpfe abhacken und Brutalitäten noch und nöcher, aber Brüste gehen gar nicht. Das ist... Nein. So. Man hat Schieberegler, was ich ganz cool finde. Wir können nämlich einen ganz dünnen Typen machen, einen ganz dicken, einen dicken Muskulösen oder einfach nur einen Muskulösen. So einen athletischen Kerl. Ich nehme mal sowas hier, weil ich bin auch nicht gerade der Dünnste, aber ich habe schon ein bisschen Muckis, ne? Also denke ich mal, so kommt es ganz gut hin. Weiß nicht. Naja gut, so viele Muckis habe ich jetzt auch nicht, aber... Ja, irgendwann mal. Auf jeden Fall, man kann auch die Höhe einstellen. Entweder so einen kleinen Zwerg, hier so einen stämmigen Zwerg. Oder wir nehmen eben einen recht großen. Oder wir können auch hier das Alter noch ändern, wie ihr seht. Dann werden wir so ein bisschen schmerbiger und bekommen Sehnen. Ich bleib mal so. Die Musik ist gerade ein bisschen laut. Ja. Und wir können noch die Hautfarbe ändern, was mir jetzt allerdings erstmal egal ist. Die Stimme können wir auch noch hochpitchen. Wir nehmen das einfach, oder? Ja, wir nehmen so eine brutale Stimme. Ein bisschen längere Haare eben. Man kann hier noch wavy, oder also wellig oder gerade Haare nehmen. Ist mir echt total egal, wisst ihr, das ist... Viele Frisuren gibt es auch noch nicht. Wir nehmen einfach mal eine Langhaarfrisur. Langhaarbeste. So, dann haben wir noch ein paar Klamotten. Also es ist halt wirklich noch ganz früh, wie es scheint. Aber, lasst mich euch sagen, es sieht schon sehr gut aus. Das werdet ihr gleich selber feststellen können. Dann ziehen wir noch ein bisschen was an. Ist auch egal, das ist alles nur optisch. Es hat hier noch einen gewissen Wert. Slash und Pierce, also Stich oder Schlagwaffen eben. Slash und Pierce. Naja, starten wir mal, weil die Musik ist gerade ein bisschen störend, finde ich. Na gut. Man wird hier ohne Story einfach reingeworfen. Es ist, glaube ich, auch mehr so eine Grafikdemo, wenn man das so bezeichnen darf, was eigentlich fies ist. Ich kann nur sagen, die Animationen sind wirklich gut. Und auch die Lichteffekte. Seht mal, wir steuern mit WASD. Können uns einmal so bewegen, einmal so drehen oder mit der rechten Maustaste einfach gedrückt halten. Wenn wir weiter weggehen, dann rennt er. Also ich finde die Animation wirklich gut. Auch wenn es ein bisschen ungelenk aussieht. Weil wir jetzt auch so einen großen, schlaksigen Typen haben. So, die Fackel können wir jetzt aufheben. Wie gesagt, das hat eine Physik-Engine. Und das Ding rumtragen hier und eben halt auch um die Steine herum. Aber wir können sie auch ausrüsten natürlich. Zack. Jetzt haben wir die Fackel in der Hand. Und hier? Ein Parchment. Das scheint die zweite Seite eines Briefs zu sein. Und ihn zu assistieren, so gut du kannst. Wenn alles sonst fehlschlägt, dann bring jede Information zurück, die du erhältst, zu mir zurück. Ich sehe ein großes Potenzial in dir. Beweise dich und du wirst einen Platz an meiner Seite verdienen. Und schlecht darüber gekritzelt, auf der Hinterseite des Papiers stehen folgende Worte. Es gibt einen anderen Weg nach draußen. There is another way out. Ja, also wie gesagt, man muss halt wirklich wohl auf Begebenheiten reagieren. Kann auch kämpfen. Aber noch habe ich davon nichts gesehen. Ich war jetzt nur kurz in dem Raum hier, habe das gelesen und das war's. Ab jetzt wird's blind. Aber es ist ja auch nur ein Angezockt. Wenn ich jetzt hier nicht spiele wie der Beste, dann ist mir das ehrlich gesagt erstmal wurscht. So, die Kamera können wir drehen. Guck mal, das sieht ein bisschen komisch aus, oder? Aber an sich, die Animation und so weiter, sieht sehr realistisch auch aus. Auch wenn es halt ein bisschen schlaksig rüberkommt. So, wie kriege ich die Tür auf? Ach so, guck mal, ich kann die Tür selber aufziehen. Ich bin quasi die Hand Gottes und mache das alles für ihn. Das ist schon cool. Ich weiß gar nicht, ich muss mal ganz kurz in die Steuerung schauen, dass ihr das auch mal seht. So. WASD, ganz normal. Umschalten kann ich sprinten. Mit C kann ich crouchen. Die Orbit Camera. Align Camera, das habe ich gemacht mit Leertaste. Indirect. Toggle Combat. Und Inventory. Dash Mode, Hold. Ja, gut. Lassen wir mal so. Oh nein. Nein, jetzt habe ich... Ich bin so doof. Kann ich da wieder zurück jetzt? Na, fantastisch. Wir machen einfach Continue. Ja, es ist noch ein bisschen... Ich hätte canceln sollen. Ja, geht das? Ach ja, wir können jetzt von hier aus weiter.
Ich kann mich crouchen. Nee, das macht er gar nicht. Ah, guck mal, mit der Maustaste, mit der dritten, also mit dem Mausrad kann ich drehen. Und auch mit der Leertaste geht das, aber dann wird euch schlecht und das lasse ich mal lieber. Ich fände es gut, wenn das mit Q und E ginge, dass ich damit noch die Tasten, also mit den Tasten dann die Kamera drehe. Warte. Tür geht hier nicht auf. Ist das keine Tür? Hallo. Ist gar keine Tür, oder? Keine Ahnung. Wir rennen mal ein Stück. Es kann sein, dass... Okay. Weiß gar nicht, ob jetzt hier Gegner kommen. Okay, die ist verschlossen. Sonst wäre schon was passiert. Oh Gott, das ist schon ein wenig gruselig, ne? Aber es ist kein Horrorspiel, soweit ich jetzt informiert bin. Es ist einfach nur ein Dungeon Crawler. Mit Kämpfen. Ah, die geht auf. Ja, zurück. Kuppel. Ja, wie gesagt, durchweg eigentlich positive Rezensionen, also Feedback seitens der Spieler, die sich das gekauft haben. Und es sieht schon verdammt gut aus, muss man mal sagen. Es sieht wirklich gut aus, Leute. Ah, guck mal, ich kann doch die ganze Zeit mit Tastatur so ein bisschen nachjustieren mit der Leertaste. Oh, da liegt einer. Hallo. Wow, der schlägt nach mir. Okay. Okay. Wow. Ach, ich kann schlagen mit der Fackel. Au. Au, okay. Ich kann mit der Fackel hauen. Komm her. Au. Okay, ich werde sterben, das weiß ich. Okay. Wie der mir schon den Arsch versohlt. Ich nehme mal kurz. Okay, hier ist gar nichts. Kann ich ihm irgendwas überwerfen, dem Typ? Oh Gott. Oh, da bin ich tot. Ja, you've been defeated. Das ging schnell. Ah, ich muss schon ein neues Spiel starten. Ja, das ist ja fantastisch. Also wie gesagt, es ist nicht schwer, es ist anders. Ja, um das nochmal zu betonen. Das haben die Entwickler gesagt. Es ist nicht schwer, es ist anders. Ich glaube, da werde ich schon mal diese Tür auslassen. Ich weiß gar nicht, kann ich irgendwo speichern vielleicht? Was macht er denn jetzt? Steh mal auf. Ich nehme auf. So, erstmal die Fackel. Na super, mit einer Fackel kann ich erstmal nicht viel anfangen, ne? Eine Fackel ist nicht gut zum Kämpfen, habe ich gerade gemerkt. Aber wirklich, ich werde es auf jeden Fall spielen, weil es als Vollversion rauskommt, weil da habe ich richtig Bock drauf, Leute. Ich kann auch mit WASD spielen, ein bisschen mit der Tastatur arbeiten. Aber mit Maus geht es einfach schneller, da kann ich sofort die Richtung bestimmen, die ich laufen will. So, lasse ich erstmal das aus, ja? Okay. Vielleicht eine Waffe finden, wäre schon mal ganz cool. Tschüss. Ich habe keinen Bock zu kämpfen. Oh, eine blaue Laterne. Ich dachte eben, das wäre wieder eine Fackel. Die Tür ist auf, okay. Und tschüss. Einfach mal die Tür zu werfen, finde ich cool. Oh. Oh oh, da ist eine Tür auf. So. Ich bräuchte mal eine Waffe oder sowas. Was Annehmbares wie eine Waffe. Was ist denn das? Okay, ich habe eine Flasche aufgehoben, die kann ich im Anfang ins Inventar ziehen. Das ist cool. Ich habe keine Ahnung, was es bringt. Oder. Oh! Die machen ja gar nichts. Okay, Kumpel, lass mich mal bitte in Ruhe, ja? Oh nein. Oh, na, geh rein, geh rein, geh rein, geh rein, geh rein. Oh Gott. Macht er jetzt die Tür auf? Was ist das denn, Karton? Warte mal, kann ich mir die... Kann ich mir den Kram jetzt... Nee, kann ich nicht ins Inventar ziehen. Ich dachte schon, das wäre lustig, wenn ich mir irgendwas ins Inventar packen könnte. So wie in Ultima. Kennt ihr das noch? Kennt jemand von euch Ultima? Das war echt gut, habe ich damals gespielt. Ich bin zwar nie weit gekommen, weil ich es nicht gerafft habe, weil ich zu jung war und es auf Englisch war. Nee, das war auf Deutsch und ich weiß gar nicht mehr. Ich habe es auf jeden Fall nicht gerafft. Ich habe ja als Kind Englisch gesprochen. Nee, da war ich Teenager und habe es nicht... Nee, ist egal. Hab das dann irgendwie ein bisschen verlernt. Na, Kumpel. Ich glaube, der ist nicht böse, oder? Nee, der macht mir nichts. Muss ja nicht gleich jeder böse sein, ne? Die kann ich mitnehmen. Cool. Oh Gott. Der kommt mir doch hinterher. Ah. Nee, nee, nee.
Der hat einen Stock, der ist böse. Hau ab. Au. Au. Ja, steh auf, komm. Okay, der hat mich direkt tot geprügelt. Was ein Arsch, was ein Blöder. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber ich glaube, ich kann anfangs noch nicht kämpfen, so wirklich, ne? Ja, aber es geht halt wirklich nur darum, dass man es erstmal ein bisschen hier kennenlernt, scheinbar. Krass, da hauen die mich einfach tot. Als wäre ich hier so ein böser Mensch, den man einfach tothauen darf. Na komm. Also ich habe da schon Bock drauf, sage ich euch. Wenn das mal fertig ist, dann wird das gespielt, Kinder. Da wird das gespielt, Kinders. Kann ich dann unendlich sprinten oder was? Auch nett, ne? Ah, oh, warte, hier war ich noch nicht. Oder? Oh, oh. Also ich glaube, kämpfen ist halt echt selten eine gute Wahl hier. Zumindest solange ich noch keine Waffe habe, ist es echt doof. Das wäre eine Flasche. Guck mal, die kann ich natürlich mitnehmen, das ist schön. Hallo. So much nope, oh Gott. Ich mache ja alles kaputt. Das ruft doch bestimmt wieder diese Typen auf den Plan, ne? Da ist was. Was zu lesen, glaube ich. Ah, ein Buch. A Log of Rations of Food. Okay, es sind... Also das ist eben ein Log für das Essen der Rationen. Und eine seltsame Signatur befindet sich darauf. Okay. Oh Gott, ich glaube, das Licht hier ist nicht so ein... Oh, da ist ein Hammer. Ein Hammer. Kann ich da Platz machen irgendwie? Jawohl. Yes, und eine Keule, eine fette Keule. Yeah. Oh, was? Ah, nee, das ist eine Speiche. Oh, komm her, du Arsch. Ich zeig dir mal was. Oh nein, da kommen zwei. Das ist feige. Nein. Oh Gott. Au. Die verhauen mich hier so richtig. Nach Strich und Faden. Au. Okay, ich sehe nichts. Ich laufe jetzt ab. Oh, ich bin hingefallen. Und kann nicht mehr alleine aufstehen. Oh Gott. Es ist auch dunkel. Ich sehe nichts, wenn es dunkel ist. Das ist schlecht. Die rennen mir jetzt echt nach, die Penner. Hilfe. Die Tür auf. Nee, nee. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Au. Du Penner. Nein, die Tür. Ich drück die Tür gerade selber. Au. Oh. Oh Gott. Okay, ich will mal versuchen, einen zu töten. Jetzt, es reicht. Ich hab jetzt genug von euch. Ja, ja, komm. Ja, es ist halt... ist schwergängig, ne? Man sieht, es ist ein bisschen schwergängig, die Steuerung. Und man muss eben sehr schnell schalten, dass man nicht drauf geht. Naja, was soll ich sagen? Also mir macht es soweit einen guten Eindruck. Ich meine, muss jeder selbst entscheiden. Kann ich dann eigentlich nicht den Hammer in die linke Hand und den... die Fackel in die rechte oder so. Was gemacht hat mal hier. Ich glaube, er ist ein Rechtshänder. Das ist egal, ob ich die Fackel reinpacke. So. Wir laufen. Wir laufen. In den Sonnenuntergang. Oh. Ist ein bisschen derpy. Erinnert mich so leicht an Quop gerade. Also diese Bewegung, wenn er jetzt zum Beispiel irgendwo an der Wand hängen bleibt mit der Hand oder so. Lall. Oh, warte. Vielleicht ein Schwert oder sowas? Ein Schwert wäre vielleicht, glaube ich, ganz gut. Besser als so ein fetter Hammer. Oh, schon wieder wutsch. Hängen geblieben. War da irgendwas zum Schlagen oder war das dann nur der eine Hammer, der da lag? Oh Gott. Diese Physik macht mir Angst. Wenn ich da irgendwo gegenlaufe, das ist jetzt... würde mir was auf den Schädel fallen gleich. Was ist das? Eine Machete! Eine Machete! Geil! Das ist ja besser als ein Hammer. Guck mal. Coole Sache. Komm her, du Clown. Ah, komm, ich kann auch zurückweichen. Das ist cool. Au. Oh, ne, ne, ne. Komm her. Nein. Ich hab's gar nicht raus, wie das funktioniert. Ist egal.
Ich hack dir jetzt den Kopf ab. Au. Ach, ich erhole mich langsam. Ich sehe das gerade. Oh Gott. Oh Gott. Ich sehe das, dass die Au, die rote Lebensenergie. Achso, wenn das rot ist, dann verliere ich erst komplett. Oh Gott, hau ab jetzt. Hau ab. Du gemeiner Schurke. Ich muss mich ein bisschen ausruhen. Der haut mich gleich tot. Erhole ich mich da nicht? Die Lebensenergie geht doch wieder voll, oder nicht? Ja, guck mal, die sinkt nicht mehr weiter runter, aber sie steigt ein wenig gerade. Wenn ich mich crouche, geht's dann schneller? Nee, nicht wirklich. Also so kann ich auf jeden Fall einen Schritt auf den Gegner zumachen. Warum steigt das nicht weiter, die Lebensenergie, bitte? Guck mal, er humpelt schon. Bist du Arsch? Ist er noch da drin? Ich bräuchte halt mal was zu essen oder so. Irgendwas, was mir Lebensenergie gibt. Wo bist du? Ich sehe ihn gar nicht mehr. Der ist bestimmt irgendwo abgehauen. Da ist er. Komm her. Pennergesicht. Nein, nein, nein. Oh Gott, da kommt noch einer mit. Nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Die sind voll schnell. Pennerhals. Komm her. Jawoll. Das ist Xen. Das ist Xen. Nein. Komm her. Au. Au. Oh Gott, wie der kämpft. Wie eine Lusche. Jawoll. Ich habe ihn getötet. Oh. So. Den kann ich jetzt rumheben. Guck mal. Er tanzt. Tanz für mich. Ich habe dich umgebracht. Das ist mein Preis. Oh nein, da ist ja noch einer. Den habe ich gerade angelockt. Komm her. Da noch einer. Oh Gott. Na, es war dann ein Treffer. Ihr Pennergesichter. Oh Gott. Oh Gott. Ich laufe mal ein Stückchen, ja? Oh Gott, diese Penner. Oh nein. Oh nein. Tetsu. Oh, 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 oh. Oh, komm schon. Nein, die Tür. Ich drück sie immer selber zu. Oh. Was war das? Ich war das nicht. Da ist der Hammer wieder. Nehme ich mal mit. Komm, nimm den Hammer. Man muss halt sehr genau klicken, stelle ich gerade fest. Oh, krass. Ja. Ich habe immerhin einen getötet, ja, das halte ich mir jetzt mal zugute. Ich habe einen Gegner platt gemacht, das soll erstmal geschafft werden. Oh nein, da ist schon wieder einer. Kampfmodus. Oh ja. Au, wie, du hast mich getroffen. Oh Gott, ich bin in die Ecke. An die Wand. Oh Gott, lauf, lauf, lauf erstmal ein bisschen. Der tötet mich jetzt. Au! Okay, Leute, ich würde sagen, das war's. Das war's erstmal mit dem Spiel. Wenn ihr schon mal einen guten Eindruck habt, dann könnt ihr es euch ja mal ein bisschen auf die Wunschliste setzen oder mal ein bisschen verfolgen. Ich weiß ja nicht, was sich da noch tun wird und wann sich was tun wird. Aber seht das jetzt einfach mal als kleine Demo, als Grafikdemo, als Physikdemo. Ich weiß ja nicht. Also mir wird es wahrscheinlich Laune machen, es ist halt nur gerade noch ein bisschen unschön, weil man nicht weiß, was los ist und was überhaupt die Motivation des Helden ist. Wahrscheinlich überleben, aber es muss ja noch was geben. Auf jeden Fall hoffe ich, euch hat es gefallen. Danke für den Tipp, dass ich das mal anspielen soll, mal zeigen soll. Ja, vielleicht wäre es noch weitergegangen, aber ich denke, das reicht jetzt einfach. Ich wäre jetzt wahrscheinlich noch ein paar Mal wieder zum Leben erwacht und naja, wäre wieder gestorben. Von daher lassen wir es, wie es ist. Ich würde mich freuen über ein bisschen positives Feedback und Liebe. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ich bin euer Bruga. Haut's rein. Tschüss, tschüss.